Hallo meine Süßen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es jetzt den YouTube Make Me Buy It oder Made Me Buy It Tag. Auf jeden Fall der Tag, wo ich euch jetzt Produkte zeige, wo ich von anderen YouTubern so gesagt mit angefixt wurde und mir die deswegen gekauft habe. Da stehen jetzt einige Produkte. Ich habe bestimmt noch um einige Produkte mehr, aber bei denen weiß ich auf jeden Fall, welche YouTuber mich damit angefixt haben. Deswegen zeige ich euch jetzt mal nur diese Produkte. Aber es wären bestimmt auf jeden Fall, wie gesagt, noch viel, viel mehr. Aber ich wollte euch wirklich den YouTuber dazu sagen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gleich mal damit an. So, das erste Produkt wäre hier von Flake Away, dieses Body Scrub von Soap & Glory. Da wurde ich von der Reni angefixt, also von der XKRenina. Übrigens, alle YouTuber schreibe ich euch unten in die Infobox, von welchem Produkt die mich, wie gesagt, angefixt haben. Und das ist, wie gesagt, eine der Sachen, wo ich von Reni angefixt wurde und ich liebe es. Dann hier Plantur 21 Nutri-Koffein-Shampoo bei magerem Haarwachstum. Das habe ich bei der Young Inspiring gesehen und die fand es ganz toll. Deswegen habe ich mir das ja gekauft, weil ich ja jetzt auch so ein Haartagebuch bald machen werde. Das kommt übrigens nächste Woche, das Haartagebuch, weil diese Woche ist ja meine Tag-Woche. Genau, und von der wurde ich angefixt. Das ist einfach dieses Shampoo, Plantur 21, wie gesagt. Und ich finde es ganz gut. Also ich habe es jetzt zweimal benutzt und ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Ob das jetzt wirklich die Haare schneller wachsen lässt, weiß ich nicht. Muss ich noch weiterhin austesten. Dann von der Hello Chrissy wurde ich angefixt mit der Nivea In-Dusch Body Milk. Ich habe es jetzt zwei oder dreimal verwendet und ich fand jetzt nicht, dass wenn ich aus der Dusche komme, dass ich wirklich jetzt mich schon eingecremt fühle. Also, und von Sleek das Contour Kit hatte sie in der dunkleren Farbe, ist ja klar, sie ist ja ziemlich braun. Und ich habe mir das in der hellsten Farbe Light geholt und ich liebe es. Also ich bin ja gerade es täglich am Benutzen, weil ich es aufbrauchen möchte. Nicht, weil ich es schlecht finde, sondern ja, weil ich einfach zu viele Highlighter und Bronzer habe, aber das ist einfach so ein Produkt, wo zwei Sachen drin sind, wo mir mal beide Sachen gefallen. Also kennt ihr das, wenn zum Beispiel hier von Elf mein Bronzer, da ist das Rouge noch, also noch ein Rouge mit drin, das Rouge gefällt mir gar nicht und dann wird der Bronzer halt aufgebraucht und das Rouge wird nicht mal irgendwie benutzt und das finde ich immer ein bisschen schade, weil dann schleudert man so ein bisschen das Geld raus. Wisst ihr, was ich meine? Und da ist es eben so, dass der Highlighter wunderschön ist und der Bronzer auch. Und deswegen werde ich mir dieses Set hier definitiv nochmal nachkaufen. Also das war von Hello Chrissy. Dann kommen wir nochmal zu dieser Foundation. Und zwar ist es die All About Matte Essence Foundation. Da wurde ich angefixt von der YouTuberin Mami Seelen, heißt die, glaube ich. Wie gesagt, guckt einfach nochmal in die Infobox. Die hat die getragen und ich fand, die sah so schön bei ihr aus, dass ich einfach... Ich musste mir sie einfach kaufen. Sie fand sie auch ganz toll und die hat eben auch trockene Haut wie ich. Und ich war ja am Anfang immer so mit matt. Ich habe mir nie irgendwie matte Foundations gekauft, weil ich immer dachte, das ist nichts für meine trockene Haut. Aber ich finde sie sehr gut. Sie ist mir halt einfach zu dunkel. Jetzt habe ich wieder Selbstbräuner benutzt. Da passt sie wieder ganz gut. Und aber leider für unsere helle für unsere ganzen hellen Häutchen ist diese hellste Farbe wieder nicht hell genug. Aber ich denke mir, im Sommer ist die bestimmt eine ganz tolle Foundation. Also von Hair Tutorial die Schwester, seht ihr auch wieder in der Infobox. Die mag dieses Swiss Opal Tiefenreinigung Shampoo sehr gern und hat es schon, keine Ahnung wie oft, aufgebraucht. Und da dachte ich mir, komm, ich probiere es mal aus. Und ich finde es super. Also ich habe es zwar nur einmal verwendet bis jetzt, aber ich habe da sofort den Unterschied gemerkt, dass meine Haare wieder viel besser Pflege aufnehmen. Es riecht sehr gut und es schäumt sehr gut und ich mag es einfach. Also ja, kann ich nur empfehlen. Hier St. Moritz Selbstbräuner wurde ich von der Fanny Pilgrim angefixt, weil sie den immer so hoch gelobt hat. Das sieht jetzt ein bisschen eklig aus hier. Aber den finde ich sehr gut. Der ist zwar jetzt nicht mehr, also der ist schon abgelaufen, den muss ich jetzt wegschmeißen. Aber der ist zwar nicht so... Also der ist nicht so günstig, aber der ist eben so ein, das ist eben so ein Schaum, der selbst getönt ist. Das heißt, ihr seht schon, wo ihr den Selbstbräuner aufgetragen habt und das tut es alles so ein bisschen, ja, leichter machen einfach. Also da habt ihr nicht so Angst, dass es jetzt streifig wird. Und der ist auch null orange oder gelbstichig oder so, gelbstichig sage ich schon, sondern... Er ist nicht rot- oder orangestichig, das finde ich sehr, sehr toll und den werde ich mir definitiv im Sommer wieder nachkaufen, den finde ich super und der hält euch auch echt lange, also kann ich euch auf jeden Fall sagen, ja.
Dann wurde ich von der Red Dahlia 719, die leider keine Videos mehr macht, angefixt von diesen zwei Produkten hier. Einmal ist das von Hey Mountain, die Hair Cream. Und ich hatte ja ein paar Sachen von Hey Mountain und die finde ich echt gut. Also die Hair Cream gefällt mir sehr gut und diese Pre-Wash-Kuren gefallen mir auch sehr, sehr gut. Und die würde ich mir auch definitiv nachkaufen. Also die finde ich super und da wurde ich auf jeden Fall von ihr angefixt, weil sie die ganz, ganz toll fand. Und auch von der Vichy Derma Blend, die fand sie ganz toll für Concealer oder auch fürs ganze Gesicht. Und ich finde halt, es ist so eine Foundation, die ist zwar auch ein bisschen teurer, die kostet glaube ich 18,50 Euro, bekommt ihr in der Apotheke, aber man kann sie wirklich für alles Mögliche verwenden. Also man kann sie als Concealer verwenden, man kann sie als Foundation verwenden oder man kann sie wirklich so für die Pickel benutzen, also nur um die Pickel abzudecken. Und das macht sie so grandios, also das verblendet sich so schön mit der Haut, es ist echt so eine tolle Foundation und die ist bei mir auch fast leer. Ihr braucht da so wenig von, also die hat mir jetzt so lange gehalten und ich werde sie mir definitiv nachkaufen. Auch dann hier zwei Rouges von MAC, das sind meine beiden einzelnen Rouges. Das hat jetzt gar keinen Sinn ergeben, das sind meine einzigen MAC Blushes, sage ich es mal so. Und da habe ich mir MAC Margin und MAC Style gekauft damals, weil es X-Razzouche X3 die ganz toll fand. Ich muss sagen, mir gefallen sie nicht so gut. Also die Farben sind schön und sind gut pigmentiert, aber für 22 Euro hätte ich mir doch lieber einen Blush kaufen sollen, der ein bisschen was Außergewöhnlicheres ist, wo man jetzt nicht unbedingt in der Drogerie so findet. Und ich finde, diese zwei Farben sind schon ziemlich stark in der Drogerie vergeben und deswegen muss man die sich nicht unbedingt von MAC für 22 Euro kaufen. Diese zwei Haarsachen wurde ich angefixt von der, mir fällt bei ihr immer der Name nicht an, Unimpeachable heißt sie, glaube ich, genau. Und die hat die beiden hier so empfohlen. Also einmal diese Sprühkur von Alverde, Aloe Vera Hibiskus und von Ghoul die Feuchtigkeitsaufbau-Gelkur für trockenes und sprödes Haar. Diese beiden hat sie so in den Himmel gelobt, dass ich sie mir einfach holen musste. Und ich bin jetzt bei beiden am Testen. Finde ich schon sehr, sehr gut, außer der Geruch. Ich bin halt nicht so der Alverde-Fan vom Geruch her. Aber gefällt mir bis jetzt schon sehr, sehr gut und die Kur habe ich mir heute erst geholt, kommt dann nächste Woche in meinem neuen Haul, da habe ich mir nämlich wieder ganz viele Sachen von der Drogerie gekauft und ja. Und deswegen habe ich mir jetzt diese gekauft, weil ich leider die falsche gekauft hatte. Und ich will einfach beide ausprobieren, welche von denen wirklich besser ist. Genau. Und dann zur letzten YouTuberin. Das ist Kind of Rosie, einer meiner liebsten YouTuberinnen auf YouTube. Auf YouTube? Ja. Also sie ist eigentlich so eine, ich gucke mir jedes Video von ihr an. Egal, ob mich das interessiert oder nicht. Ich gucke es mir einfach an. Ich finde sie toll. Ich finde sie hübsch. Ich finde sie nett. Ich mag ihre Videos einfach total und deswegen sind auch die meisten Produkte jetzt, wo ich angefixt wurde von ihr. Ich fange jetzt einfach mal an, ja. Also da waren bestimmt auch noch mehrere dabei, aber ich habe jetzt nur noch diese hier wirklich wegen ihr gekauft. Das wusste ich noch ganz genau. Das ist zum Beispiel hier die Garnier Miracle Skin Perfector in Matt. Die helle Version habe ich mir nur wegen ihr gekauft. Ich hatte ja den anderen und den Miracle Skin Perfector oder wie der hieß, Miracle Perfector. Und den fand ich nicht so gut. Und ich habe mich ja nie an diese matten Sachen getraut. Und sie hat die so oft getragen und fand die so toll, dass ich mir sie jetzt geholt habe vor ein paar Monaten. Und ich finde sie echt toll. Also sie macht so ein schönes, ebenmäßiges Ergebnis. Und ist auch für trockene Haut ganz gut geeignet. Ihr müsst halt wirklich sehr gut pflegen. Aber ich liebe dieses Make-up. Genauso wie der Catrice Liquid Liner, Dating Joe Black, hat sie auch immer wieder empfohlen und ich finde den super. Der ist sehr schön schwarz und lässt sich super auftragen. Ja, das Einzige, was bei dem ist, ist, dass er halt nicht wasserfest ist und wenn die Augen halt drehen, verschmiert er schon sehr extrem. Also ich habe auch noch andere Eyeliner, die sind nicht wasserfest und halten doch ein bisschen besser, auch wenn so ein bisschen Tränenflüssigkeit drankommt. Aber der verschmiert er schon sehr, sehr stark, also da müsst ihr aufpassen. Aber sonst ist es wirklich ein super, super Eyeliner. Dann hat sie noch von Nivea das Feuchtigkeitspflegeshampoo empfohlen und ich habe es mir jetzt mal gekauft. Ich finde es nicht so gut. Also ich habe halt nicht so Probleme mit fettigen Haaren. Also ich kann auch eine Woche meine Haare nicht waschen und sie werden nicht fettig. Aber ich wasche sie jetzt zweimal in der Woche. Und da ist es aber so, dass nach ein, zwei Tagen ich schon wieder, dass ich da fettige Haare bekomme. Ja, aber ich werde es jetzt mal austesten mit dem Tiefenreinigungsshampoo und dann das hier vielleicht noch drüber. Vielleicht hilft es ja was, weil das zeigt dann ja nur, dass das Shampoo wirklich sehr, sehr viel Feuchtigkeit spendet. Und ja, ich probiere es weiterhin aus, aber weiß ich nicht. Ist bis jetzt nicht mein Lieblingsprodukt, aber das habe ich mir wegen ihr gekauft. Genauso wie die Redken Extreme Strength Builder Strength.
Bilder Plus Kur von Redken, wie gesagt. Die hat sie auch so empfohlen und ich wollte mir jetzt mal eine teurere Kur gönnen und habe mir dann diese gekauft, weil sie sie ja schon so gelobt hat. Und ja, ich habe sie nur einmal bis jetzt verwendet. Ich finde, da muss man ein bisschen länger testen. Ja, ich muss sie da einfach länger testen, dass ich euch ja, zu der Kur was sagen kann. Ja, das war's jetzt wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, der Tag hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich morgen beim nächsten Tag. Tag-Wünsche immer noch gerne unten in die Kommentare. Ja, also bis dann. Tschüss!